Ich möchte ergänzen zu dem, was Sarah gesagt hat. Das Thema lautet, wie der Glaube in Krisenzeiten helfen kann. Das ist ein kleiner Unterschied zu nur Krisenzeiten. Also ich glaube, von Krisenzeiten und Krise haben wir genug gehört schon und miterlebt und erleben wir ja auch immer noch mit. Die entscheidende Frage, die ich heute mit euch bewegen möchte, lautet, wie der Glaube in Krisenzeiten helfen kann. Wir leben ja mittlerweile in einer Dauerkrise, die es in dieser Form und mit diesen umfassenden Auswirkungen, ich behaupte, so bisher auf dieser Welt noch nicht gegeben hat. Und jeder von uns erlebt diese Krise ja auch unterschiedlich und erleidet sie auch unterschiedlich. Aber für alle von uns gilt gleichermaßen, der Feind Covid-19 ist unsichtbar, irgendwie ungreifbar, bis er hier und da zuschlägt. Und unser Leben ist leider weitestgehend hinter verschlossene Türen gedrängt worden und bisherige Selbstverständlichkeiten sind außer Kraft gesetzt worden. Fußball, Konzerte, Kino, Kneipen, Friseure und vieles andere ist geschlossen. Die Wirtschaft ist in vielen Bereichen lahmgelegt, soziale Kontakte finden hauptsächlich nur noch über die Medien statt, aber immerhin. Normalerweise ist es ja so, dass wir in einer Krise zusammenrücken und genau das ist gerade eigentlich nicht möglich. Jedenfalls nicht im leibhaftigen, im leiblichen, im wörtlichen Sinn. Wie schön war es am Donnerstagvormittag, als ich mit jemandem von unserer Gemeinde draußen an der frischen Luft spazieren ging und auf dem Kreuzweg hoch zur Maria-Hilf-Kirche Adolf und Waltraud trafen. Analoge Gemeinschaft und nur für 3 Minuten mit Abstand ein kurzes Gespräch und ich habe gemerkt, wie schön so etwas ist und wie wertvoll so etwas ist, wie wir es vielleicht in vorigen normalen Zeiten so gar nicht vielleicht empfunden haben. Das war richtig ein erfreuliches Ereignis, spontan ein Ehepaar aus unserer Gemeinde zu treffen und an der Sonne und in der frischen Luft mal ein paar Worte wechseln zu können. Unsere Pandemiekrise ist eine besondere. Warum? Sie betrifft alle unsere Lebensbereiche auf einmal. Und zwar mit einer richtigen Wucht. Oft betreffen Krisen ja nur spezielle Bereiche unseres Lebens. Aber hier kommt wirklich alles zusammen. Gesundheit, Beziehungen, Familien, Finanzen, Beruf, Schule, Freizeit, Hobbys, Urlaub, gesellschaftliches Leben, ja, Leben und Tod. Und fast ist nichts mehr, wie es einmal war. Und das macht doch, denke ich, wenn wir ehrlich sind, ziemlich Angst und verunsichert. Die Frage, was wird morgen sein? Wie wird es nächste Woche aussehen? Nächsten Monat, ja, nächstes Jahr? Wie werde ich das, ja, wie werden vielleicht auch meine Kinder das alles überstehen können? Keiner weiß es. Und ich möchte dich fragen, persönlich fragen, wie kommst du damit klar, mit der momentanen Situation? Was macht das mit dir? Meinst du, dass dein Glaube dir helfen kann in dieser Krise? Das ist die Frage meiner Predigt. Und ich habe heute Morgen keinen zentralen Bibeltext mitgebracht, sondern einige Gottesworte und einige Gedanken, die uns auf diese Frage eine Antwort geben können. Zunächst möchte ich einmal sagen, ganz allgemein, die Geschichte der Menschen und der Christenheit ist eine Geschichte der Krisen. Krisenzeiten sind leider, möchte ich sagen, ein Stück weit normal. In meiner nächsten Predigt in der Serie Die ganze Geschichte werden wir die Ursache dafür anschauen, dass das leider normal ist, dass Krisen zu unserer Welt, zu unserem Leben dazugehören. Es gibt kleine Krisen, es gibt große Krisen und es gibt globale Krisen und die machen Angst, bringen in konkrete Nöte.
Und ich habe eine interessante Definition für Krisen gefunden, die möchte ich euch einmal vorlesen. Eine Krise ist eine Situation, die uns zwingt, etwas Vertrautes loszulassen, um etwas Neues zu gewinnen. Das Ich wird mit etwas Neuem konfrontiert, dem es nicht ausweichen kann, für das es aber auch noch keine Lösung hat. Ich finde die Definition ganz interessant, weil sie ein Stück weit ja, uns die Perspektive eröffnet für etwas Neues und dass es dann hoffentlich doch eine Lösung für das Problem gibt. Mir gefällt an dieser Definition, dass sie nicht total deprimierend ist, sondern eben die Möglichkeit zu etwas Neuem aufzeigt, sozusagen das Licht am Ende des Tunnels erscheinen lässt. Und so sagen wir ja auch, jede Krise ist eine neue Chance oder birgt eine neue Chance für uns. Und ich denke, für uns Christen und für den Glauben gilt das erst recht. Egal in welche Krisensituation wir kommen, wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, wenn wir an Gott glauben, haben gerade wir die Chance, mit Gottes Hilfe ja, aus dieser Krise etwas Neues werden zu lassen und diese mit Gottes Hilfe auch zu lösen. Wir sind in unseren Krisen oder mit unseren Krisen nicht alleine. Gott ist dabei und das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, ein riesengroßes Geschenk. Gott kann in deine und meine kleine Krise genauso eingreifen wie in die globale große Krise. Und das hat er auch immer wieder gemacht in der Vergangenheit. Wir sind also nicht alleine. Gott weiß um unsere Situation, er sieht das alles und er ist mit dabei. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt, fällt mir gerade spontan ein, er wird ja auch als Beistand bezeichnet. Er ist dabei. Gott ist in Form seines Geistes in uns dabei. Egal was du, egal was wir durchmachen in dieser Welt, in unserem Leben. Wir sind nicht alleine. Und wir haben gerade auch, denke ich, durch die Hilfe des Glaubens, wie niemand anders, die Möglichkeit, Altes loszulassen, das, was nicht mehr zurückkommt, loszulassen, ja vielleicht sogar Liebgewonnenes loszulassen und neue Schritte des Vertrauens zu gehen. Dazu haben wir die Möglichkeit. Dennoch, und ich denke, das ist okay, machen Krisenzeiten auch Gläubigen Angst. Aber, und das ist ein weiterer wichtiger Gedanke, wir können Angst durch festen Halt und Bindung an Gott überwinden. Wir können Angst durch festen Halt und Bindung an Gott überwinden. Der christliche Psychiater und Psychotherapeut Dr. Martin Grabe, er ist Chefarzt in der Klinik Hohe Mark, der sagt etwas Bemerkenswertes zur Überwindung von Angst. Ich zitiere ihn. Die Frage, wie angstvoll ein Mensch reagiert, hängt eng mit der Frage zusammen, wie sicher bin ich gebunden? Bei kleinen Kindern ist das vor allem die Beziehung zu den Eltern. Bei uns Erwachsenen die Beziehungen zum Partner oder zu Freunden, aber auch zu Gott. Und Martin Grabe fragt, wie geborgen fühle ich mich? Wie gewiss bin ich, dass ich in Gottes Hand stehe? Wie ist das bei dir? Wie gewiss ist das bei dir, dass du in Gottes Hand stehst, dass dein Leben in Gott geborgen ist, dass er dich festhält, dass du in deinem Gott durch deinen Glauben diesen festen Halt hast? Gottes Wort ist voller Zusagen im Alten und im Neuen Testament, dass wir von Gott gehalten, von Gott getragen werden, dass Gott uns festhält, dass er uns nicht fallen lässt, dass er uns begleitet durch Höhen und Tiefen unseres Lebens und dass er immer treu ist und nie uns loslassen wird. Das ist die große Konstante in unserem Leben und auch die große Konstante in Krisenzeiten. So habe ich es oft selbst erlebt und sicherlich auch viele von euch.
Mir fallen zu diesem festen Halt und zu dieser verlässlichen Bindung an Gott drei Vergleiche ein, drei Bilder, die auch in der Bibel vorkommen. Einmal der Anker. Ich habe euch ein Foto von 2007 mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ein sehr imposanter Anker in Cuxhaven. Und mein damals 4-jähriger Sohn Daniel, der war richtig begeistert von diesem Anker. Hier ist er nochmal von der Seite abgebildet. Ein Anker, ein Bild, ein Symbol für den festen Halt, den wir auch durch den Glauben in Gott haben. Und so wird die Hoffnung, unsere christliche Hoffnung in Hebräer 6,19 mit einem solchen Anker verglichen. Diese Hoffnung, so lesen wir dort, ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Der Hebräerbrief war ja für die Judenchristen hauptsächlich damals geschrieben worden, die eben in dem Tempeldienst verhaftet waren. Und dieser Raum hinter dem Vorhang, das war das Allerheiligste. Das war der Raum im Tempel, wo Gott seine Gegenwart verheißen hatte. Und unsere Hoffnung durch unseren Glauben ist fest mit diesem Raum, mit der Gegenwart Gottes verbunden. Verankert sein in der Gegenwart Gottes. Und da, meine Lieben, wenn wir das sind, muss letztendlich die Angst auch weichen. Anker, ein schönes Bild für diesen festen Halt, für die feste Verbindung. Ein zweites wunderschönes Bild ist die Burg. Hier das Wahrzeichen von Neumarkt, die Burgruine Wolfstein. Burg, ein Bild, das oft verwendet wird, zusammen mit einem weiteren Bild, nämlich dem Bild im Vergleich mit dem Fels. Burg und Fels, ein Symbol in Gottes Wort, gerade im Alten Testament, ganz, ganz häufig, gerade in den Psalmen zu finden, für diese feste Verbindung und für den Schutz und die Geborgenheit, die wir als Glaubende bei Gott finden können, aufsuchen können und immer wieder finden können. Gerade inmitten der Krise, inmitten der Not, können wir zu Gott flüchten, können wir Schutz und Geborgenheit in seiner Nähe finden. Nur mal drei Psalmen als Beispiel. Psalm 18,3. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Psalm 31,4. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Und Psalm 59,10. Du bist meine Stärke, an dich will ich mich klammern. Du gibst mir Schutz wie eine sichere Burg. Und es gibt noch viele, viele weitere Psalmen, die genau das ausdrücken. Im Neuen Testament wird Jesus Christus als unser Fels gepriesen, auf dem wir feststehen, auch wenn um uns herum der Boden wankt. Wir können also mit unseren Ängsten zu Gott flüchten. Wir können bei ihm Halt, Geborgenheit und Schutz finden. Und ich möchte dich fragen, wo und was ist dein Griff zum Festhalten? Wo hältst du dich fest in Krisenzeiten? Wer ist dein Griff, an dem du dich festklammerst? Ist es Gott, der Fels, die Burg? Oder sind es irgendwelche anderen Dinge, vermeintliche Sicherheiten? Eine Yahoo-Umfrage zu dem Thema, was ist dein Halt im Leben, ergab unter anderem folgende Antworten. Spiritualität, Yoga, Esoterik, meine Katze und natürlich Gott. Weiterhin me, myself and I. Oder nur, was ich anfassen kann.
der Spaß am Leben. Nichts, ich habe keinen Halt im Leben. Eine sehr ehrliche Antwort. Was ist dein Halt im Leben? Ich habe gelesen, in einem der großen chinesischen Flüsse gibt es einen Abschnitt mit besonders gefährlichen Stromschnellen. Und jedes Boot, dessen Steuermann nicht auf einen bestimmten Punkt in dem Strudel ansteuert, wird von den Fluten mitgerissen und zerschellt. Und darum haben die Einheimischen an dieser Stelle einen gewaltigen Felsblock in den Strom versenkt, auf dem sie eine Aufschrift angebracht haben. Da steht drauf: Auf mich zu. Und jeder Schiffer, der auf diesen Fels zusteuert, der kommt unbeschadet durch den Strudel hindurch. Ich finde es ein sehr markantes Bild, ja, für Jesus, unseren Fels. Auf mich zu. Dieser Jesus gibt unerschütterlichen Halt. Auf den Fels Christus kann ich wirklich zusteuern. Dann bin ich in Sicherheit. Dann komme ich durch die Strudel und Stürme des Lebens hindurch. Dieser Jesus ist der einzige Griff, der einzige Anker, der wirklich Halt gibt. Das schafft keine Katze, auch kein Hund, kein Spaß und schon gar nicht me, myself and I. Von daher mach dich an Jesus fest. Er ist der ewige, der unerschütterliche Fels. Einer, der das so erlebt hat in seinem Leben, war Martin Luther. Martin Luther hat die Pest in Wittenberg miterlebt. Und er schrieb in dieser Zeit das berühmte Lied: Eine feste Burg ist unser Gott. Und gerade Luther, so kann man nachlesen, hatte immer wieder Angst und schwere Krisen durchlebt. Die Pest, das Papsttum und die ganze römische Kirche, die gegen ihn stand. Er hatte, so ein Lutherforscher, regelrechte Panikattacken, und zwar sehr häufig in seinem Leben. Was hat Luther geholfen? Dieses felsenfeste Vertrauen auf Gott, diese feste Verbindung zu Jesus und dann auch das konkrete Wort Gottes, an das er sich immer wieder in allergrößter Angst geklammert hat und aus dem ihm immer wieder, so kann man nachlesen, so hat er es auch bezeugt, Trost, Kraft und Mut erwuchs. Trost, Kraft und Mut durch Gottes Wort. So erlebe ich es auch immer wieder, dass wenn ich mich auf Gottes Wort einlasse, gerade dann, wenn es mir schlecht geht, dass mir das einen unglaublichen Trost, eine Zuversicht, neue Hoffnung und Mut schenkt. Auch der Liederdichter Paul Gerhardt erlebte die Pest. Er verlor einen seiner Brüder durch die Pest. Er verlor seine eigene Ehefrau und 4 seiner 5 Kinder durch andere Krankheiten. Und ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch so etwas aushalten? Wie kann man da noch glauben? Was war dem Paul Gerhardt eine Hilfe? Und da fiel mir ein Bibelwort aus Psalm 73, Vers 23 ein, das dieses berühmte Dennoch des Glaubens beschreibt. Dennoch. Egal, was um mich herum passiert, egal, was in meinem Leben geschieht, dennoch halte ich, bleibe ich bei dir, halte ich an dir fest, Gott. Dennoch. Und Paul Gerhardt hielt geradezu trotzig an Gott fest. Und er dichtete in jener Zeit dieses weltberühmte Lied: Befiehl du deine Wege. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Die Hoffnung, dass ein größerer und stärkerer als Pest und Corona die Welt in seinen Händen hält, Wege weiß und Bahnen lenkt, diese Hoffnung kann kein Virus oder sonst irgendetwas anderes auslöschen.
Das haben unzählige Menschen so erfahren. Und ich denke, das erfahren wir auch heute in unserer Corona-Pandemie. Wenn die Angst um sich greift, wenn scheinbar alles aus den Fugen gerät, dann kann gerade das eine riesengroße Hilfe sein, dass wir uns an diesen Fels klammern, dass wir uns ja, zu Gott, unserer festen Burg, flüchten und dass wir dort Halt und Trost finden, auch in unserer Angst. Ja, es ist keine Schande, Angst zu haben. Wir können ehrlich mit David beten, Psalm 31, 10, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Du kannst dich dem anvertrauen, der stärker und größer ist als jede Krankheit, als jede Seuche und als jede Krise. Gott fordert uns übrigens geradezu auf, ihn in der Krise, in der Not anzurufen. Kennst du die himmlische Notrufnummer? Bestimmt kennen einige von euch die, oder? Also die Notrufnummer lautet 5015. Psalm 5015. Rufe mich an in der Not, beziehungsweise in der Not rufe ich dich an, denn du wirst mir antworten. So hat es David erlebt. Und Psalm 5015 fordert uns Gott auf, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Das ist sein Angebot an uns. Und David hat es genau so gemacht. Ein weiterer Gedanke, der mir auch ganz wichtig geworden ist. Gott vertrauen heißt, alles relativieren zu können, was in diesem Leben irgendwie schrecklich oder furchtbar oder bedrohlich ist. Nochmal, Gott vertrauen heißt, alles relativieren zu können, was in diesem Leben irgendwie schrecklich oder furchtbar oder bedrohlich ist. Alles das, was uns so Angst macht, ist relativ. Relativ gegenüber der Größe und Macht und Herrlichkeit Gottes. Der manchmal so bedrohlich daherschreitende Elefant, er wird zur kleinen Mücke. In der Relation zu Gott, in der Relation zu Gottes Macht und Größe. Ja, wir wissen, die Mücke, die hat da noch so einen Stachel und die kann auch zustechen und das ist dann unangenehm. So wie ja Paulus im 1. Korintherbrief sozusagen triumphal ausruft, Tod, wo ist dein Stachel? Du hast ihn zwar noch, aber du wirst zertreten werden. Und so muss auch letztlich jedes Leid, jede Krise, jedes Bedrohliche auf dieser Welt im Vergleich zu Gott, zu seiner Macht und Souveränität und zu seiner Größe und Herrlichkeit klein werden, relativ werden. Wenn er, Gott, meine feste Burg, mein Anker ist, dann kann ich, behaupte ich, jeder Gefahr, ja sogar dem Tod, ins Auge schauen, ohne dabei zusammenzubrechen oder zerstört zu werden. Es ist alles im Vergleich zu Gott relativ. Und das bedeutet, ich kann ruhig werden wie so ein gradgestilltes Kind, weil Gott mich fest in seiner Hand hält, komme, was da wolle, und dass er mich sogar am Ende hinüberträgt zum ewigen Leben, durch den Tod und über den Tod hindurch. Und diese tiefe Gewissheit hat der Apostel Paulus so unübertrefflich ausgedrückt in zwei Versen, die zu einem meiner Lieblingstexte der Bibel gehören, nämlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 17 und 18. Dort schreibt er, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt
ewig. Wenn ich jemanden solche Sätze abnehme, dann diesem Paulus, der unsagbares Leid erdulden musste in seinem Dienst für Jesus, der gesteinigt wurde, verfolgt wurde, misshandelt wurde, mehrfach ins Gefängnis geworfen wurde, der mit dem Schiff sogar gekentert ist und gestrandet ist auf Kreta, glaube ich, Kreta war es, oder Zypern, ich weiß nicht, eins von beiden, der Leid wirklich Krankheit erlebt hat, Missachtung von Christen sogar in Gemeinden, der sagt, alle Krisen und Angstauslöser dieser Welt sind relativ im Gegenüber unseres Gottes und im Vergleich zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat und was an unvorstellbarer Ewigkeit auf uns wartet, die wir an Jesus Christus glauben. Die Bedrohung wird also angesichts des göttlichen Trostes und dieser Hoffnung relativiert, zurechtgestutzt, auf ein Maß, ja, das vielleicht noch bedrohlich sein kann, durchaus, aber das mich nicht mehr lähmen und vernichten kann. Der Glaube an Gott weiß, meine Zukunft wird nicht vom Robert-Koch-Institut mitgeteilt, auch nicht von der Bundeskanzlerin, sondern allein von dem, was Christus mir zuspricht, das zählt für meine Zukunft. Das ist das Entscheidende. Mein Glaube an Christus und seine Zusagen führen also unweigerlich zu der Relativierung alles Bedrohlichen in dieser Welt. So empfinde ich das persönlich auch. Wenn ich mich auf Gott, auf seine Gegenwart einlasse, werden die Maßstäbe zurechtgerückt. Noch ein letzter Gedanke. Viele glaubende Menschen der Bibel und der Geschichte sind Vorbilder dafür, wie uns der Glaube in Krisenzeiten helfen kann. Luther habe ich erwähnt, Paul Gerhardt, es gibt einen Dietrich Bonhoeffer, Paulus und viele andere biblische Glaubenszeugen können uns zum Vorbild dienen, wie wir Krisenzeiten durch Glauben und Vertrauen an Gott überstehen können. Lest einmal zu Hause ein Kapitel aus dem Hebräerbrief, das Kapitel 11. Ein ganzes Kapitel über Menschen der Bibel, die durch den Glauben an Gott unterschiedlichste Krisen überwunden und das Ziel erreicht haben. Der Arche-Captain Noah, der Fremdling Abraham, die unfruchtbare Sarah, der Hungersnotlöser Josef, das Nilbaby und späterer Wüstenwanderer Mose, die Kundschafterretterin, die Hure Rahab, die vielen Propheten, Verfolgten, Misshandelten und um ihres Glaubens willen Getöteten. Die werden hier alle in Hebräer 11 aufgeführt. Und von diesen allen heißt es dann in den Versen 13 und 16, diese alle sind gestorben im Glauben und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Sie alle haben Gott vertraut. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Meine lieben, unzählige Menschen Gottes aus der Vergangenheit haben Gott vertraut. In schwersten Krisenzeiten, in schwersten Lebenssituationen. Und sie haben mit Gottes Hilfe das Ziel erreicht, wie wir hier lesen. Was auch immer auf uns noch zukommen mag, was auch immer wir noch durchmachen müssen, Gott steht darüber.
Und was uns Not und Angst macht, ist vergänglich und wird einmal bedeutungslos und vergessen sein, geschluckt werden von der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit unserer Zukunft bei Gott. Und von daher ist für mich persönlich mein Glaube an Jesus eine so umwerfende, unglaublich große Hilfe, die mich in Krisenzeiten durchträgt und auch schon in der Vergangenheit durchgetragen hat. Unser guter Gott erträgt durch. Durch Sintflut, durch Kriege, Verfolgungen, Misshandlungen, Hungersnöte, Pest, Cholera, Corona, Existenznöte und zum Schluss auch durch den Tod. Denn das letzte Wort hat der lebendige Gott. Egal, was auch kommen mag, das letzte Wort hat der lebendige Gott. Und es ist ein gutes Wort für uns. Es ist das Evangelium, es ist die frohe Botschaft. Und deswegen können wir ihm uns mit Haut und Haaren ganz anvertrauen. Amen. Ich bete noch. Ja, danke, Jesus, dass du der Fels bist, die Burg, zu der wir uns immer wieder flüchten dürfen, mit und in unserer Angst. Und du nimmst uns auf, du hältst uns fest, du trägst uns durch die Krisenzeiten, auch durch diese Krisenzeit, die wir alle gerade durchmachen. Danke, dass du der gute Gott bist, der versprochen hat, in seiner Treue uns durchzutragen, bis zum Ziel zu bringen. Und darauf dürfen wir uns verlassen und darauf dürfen wir vertrauen. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir dieses Vertrauen, diesen Glauben haben, uns immer wieder daran erinnern lassen, dass wir es erleben, auch emotional erleben, dass deine Gegenwart unser Trost ist und dass du uns durchhilfst. Und da, wo es vielleicht verloren gegangen ist, wo wir dich aus den Augen verloren haben, wo wir uns vielleicht an anderen Dingen versucht haben festzuhalten und merken, es hilft letztlich nicht, da möchte ich dich bitten, dass du neuen Glauben in uns schenkst, so wie wir es vorhin gehört haben, die Jahreslosung von 2010. Dein Aufruf, deine Einladung, glaubt an Gott und glaubt an mich. Herr, dann brauchen wir uns über nichts zu erschrecken. Ich bitte dich um diesen Glauben für uns alle. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns festhältst. Amen.